Warte mal, die kann ich mir, glaube ich, safe holen. Oh, mal oder mich gleich oder mich umbringen. Fast. Das Feuer sieht ultra geil aus. So, ja, alles klärchen. Das nicht macht nichts zu, da geht der Boden weg. Ach. Ja, okay, ich biss nochmal und guck nochmal an der Decke, wie es hat auch in dem Geist aus. Oh mein Gott, wie habe ich denn diese... Okay, also skillige Moves habe ich heute schon, ne? Hallo Freunde des Gamings und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Let's Play New Super Luigi U Deluxe auf der Nintendo Switch mit mir, dem T-Gamer, dem Tobi, dem Lappen. Wir machen weiter in der Zuckerwatten-Wolkenzone, denn da sind wir beim letzten Mal stehen geblieben beim Turm. Der heißt Kreuz und Quer im Schieb-Schieb-Turm. Schon wieder Schieb-Schieb. Hat mir nicht schon mal Schieb-Schieb? Oder war das bei dem Domtenno Best-of von Dummer Bockblöden? Da, stimmt, da war das, glaube ich, mit Juli, ne? Genau. Ja. Okay, und dann mit Kamek als Gegner und das war mega close, weil das Ding ist einfach Amok. Verschieben. Da können wir schon zumindest schon mal nicht zerquetscht werden. Das ist schon mal was. Dann gucken wir mal. Erstes Tag haben wir zumindest schon mal safe. Aha, okay, das ist nur Münzen. Schade. Und da ist das Luigi Secret. Ah, voll geil. Ich kann es nicht mehr zeigen. Das war in einem Steiner drin, oder? Egal. Ich werde wahrscheinlich ranzoomen kurz. So wie es sonst auch in dem Projekt. Warte mal, die kann ich mir, glaube ich, safe holen. Oh, oder mich gleich oder mich umbringen. Fast. Okay. Tobi hat verstanden. Tobi macht sowas nicht mehr. Tobi haut ab, denn der Feuerbruder will nicht sterben. So, wir haben schon die zweite Starcoin. Das lief bis jetzt schon viel zu gut. Warum sind da Röhren? Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Natürlich, dass ich wollte doch springen. Warum ist das Ding jetzt schon wieder direkt kaputt? Warum ist das Ding direkt kaputt? Mann, danke für die Münzen. Geld. Probier aber allerdings wenig. Ja, ja, wahrscheinlich. So. What? Das ist scrolling. Ach du cool. Oh Gott. Kann ich da rein? Nee. Okay, da sind Münzen. Ich renne. Warte, da unten ist was. Wie er sogar da reinfeuert. Okay, hier steht das Starcoin, die ist also geschenkt. Und hier ist noch ein... Oh mein Gott, nur noch 10. Oh mein Gott, okay, das zeigt, in der Mitte ist der ein oder knapp bemessen. Aber wir kriegen Gott sei Dank 100 Sekunden für Kamek. Und Kamek ist immer der dümmste Zwischenboss. Wobei, nee, Marbus, wie ist das schwerer? Ich glaube, die Plattformen sind nicht so schwierig. Oder? Ja, das sind auch diese... Ja, doch. Nee, vergiss es. Feuerst du jetzt? Feuer doch! Nein. Wir haben nicht ewig Zeit. Dankeschön. Dann kann man jetzt schlecht spawn-trappen. Das ist das Ding. Da ist einfach ein Minigumba jetzt gespawnt. Ach, und Feuer macht er auch noch. Das ist auch noch die Plattform verwandelt. Ah, okay. Aber das Feuer sieht ultra geil aus. Holy shit, die Farbe. Die glänzt voll schön. So, pass auf. Das könnte jetzt fatal gewesen sein, aber er macht er direkt. Du Blöder. Prankt er mich. Und jetzt spawnt er noch extra ganz oben, damit es am schwersten ist. Ja, du kannst mich da oben. So, ja, alles klärchen. So, 3. Danke. Bin ich sehr froh darum, dass es funktioniert hat. Mit allen 3 Starcoins und ohne Tod. Wir sind nicht gestorben. Wir sind nicht gestorben, wir sind nur knapp gestorben, ne? Geil. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich nehme es natürlich, wie beim letzten Mal gesagt, direkt nach der letzten Folge auf. Also wirklich direkt. Und dementsprechend haben wir noch das gleiche an und so. Ja, wir spielen. Speichern, genau. Wir machen mal wieder ein One-Up-Haus. Wir machen mal wieder ein One-Up-Haus. Hatten wir schon länger nicht mehr. Und wir haben immer noch keine 99 Leben. Und wir brauchen 99 Leben am Ende. Wäre natürlich zumindest, damit es dann golden ist. Oder so. Deswegen wäre es jetzt nicht schlecht, wenn ich ein paar One-Ups kriegen könnte. Da haben wir schon das erste durch Münzen. Okay. Okay. Nein, ich wollte eigentlich noch mitspringen, aber Luigi, der rutscht halt so viel. Das ist so schwierig. Okay, nein. Okay, sehr gut. Sehr gut bis jetzt. Sehr gut bis jetzt. Egal. Oh mein Gott, sehr gut. Wir haben nur einen Bowser. Oh mein Gott. 7 One-Ups. Hatte ich das jemals? Ich weiß gar nicht. Also das haben wir ja komplett aufgeräumt. Das haben wir ja komplett abgeräumt, haben wir da einen Checkpoint. Also nicht Checkpoint, aber für mich hat man abgeräumt. Wisst ihr Bescheid. Dass sowas in der Aufnahme passiert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nice. Aber jetzt ist wieder Gruselzeit mit dem Geisterhaus. Sogar Wattenwolken zu dem Geisterhaus. Ausverkauf im Geisterhaus. Es ist Gruselzeit mit dem Ausverkauf. Ist also alles im Sale. Finde ich nicht witzig. Und das Geisterhaus muss ich kurz vorm Zumachen. Oder ist es... Nee, ist einfach nur ein Ausverkauf, würde ich sagen. Das nicht macht nichts zu. Da geht der Boden weg. Ach du Crap. Ach du Crap. Wieso Ausverkauf? Wir haben Ausverkauf von Blöcken. Keine Sau mag Blöcke. Was oh mein Gott, gib das Ding. Gib her. Ja. Okay. Oh, ja, gib auch her. Dankeschön. Kann ich noch einen Stern kriegen? Ehre! Als ob das ein unbegrenzter Stern
Geisterhaus, ich glaube nicht. Wir brauchen immer noch einen Secret Exit, wir müssen noch irgendwo runterfallen. Da geht's direkt weiter. Ja, da geht's, das heißt, es geht runter. Links. Links! Oh mein Gott, was ist das? Als ob. Da. Guck's euch an, es ist ein Luigi's Deck mit Luigi's Mansion. Ist Luigi's Mansion 2? Weiß nicht. Aber voll geil, lol. Und das ist einfach der Secret Exit. Lol, ich dachte ich... Okay. Also wenn das so geht, dann nehme ich das gerne mit. Das ist überhaupt kein Problem. Können wir gerne nochmal so machen. Für nur 2 Star Coins. Eine Sorge weniger. Das ist wunderschön. Das schmeckt und das führt, glaube ich, direkt dann zum Ludwig. Ja. Einfach ein Regenbogen durch die Welt. Durch zum... Man kennt natürlich. Okay. Jetzt habe ich den Stern nicht bekommen, weil ich sterngeil war. Dafür kriege ich jetzt eine Eiche. Jetzt kann ich eigentlich komplett alles skippen, oder nicht? Und jetzt runter hier. Und dann habe ich keine Ahnung, ob da ein Boden ist. Okay, da ist ein Boden. Da wäre nochmal eine Eiche. Okay. Okay. Ja, da werden immerhin Sterne die ganze Zeit gewesen. Oh mein Gott, der Ausverkauf gefällt mir nicht. Wait a moment. Mir fehlt noch eine Starcoin. Nichts, niemand geht hier bevor irgendwas. Wobei, die Starcoin, die wäre direkt hier. Ich gehe da rein. Habe ich eine Starcoin jetzt nicht? Hä? Die zweite Starcoin war doch direkt da. Ja, okay, ich bin's nochmal und guck nochmal an der Decke, wie es sonst auch in dem Geisterhaus. Ist okay, aber wir schalten auch hier die weiteren Weg frei. Das ist auch so eine der asihaften Kartenweiterführungen, weil die Wolken da muss man raten, wo man nicht zum Gegner kommt. Schau mal, blöd. Ich glaube, ich bin tot. Er kann stehen! Er konnte stehen! Oh mein Gott, ich habe mir so einen Arsch gerettet. Oh mein Gott, das habe ich... Oh mein Gott, ich habe nämlich Faxen gemacht und war viel zu schnell. Aber, das hat gar nicht... Okay, hier ist die Starcoin. Ich lasse nochmal alles wegfliegen. Da unten. Da unten. Ich glaub's nicht. Wieso habe ich das gerade eben nicht gesehen? Wieso habe ich es jetzt erst gesehen? Keine Ahnung. Aber das haben wir jetzt, Gott sei Dank. Und ich habe das gerade echt überlebt irgendwie. Ich wüsste nicht gerne wie. Die ganze Wandsprung gemacht und gedreht und gehofft und gebetet und das hat funktioniert. Nicht schlecht. So, und jetzt gehen wir weiter, denn hier tauchen jetzt 3 Fossis auf. Okay, wir müssen oben hin für den Fragezeichenblock. Und um nicht gegen Fossis zu kämpfen, oder? Danke. Passt. Wir kriegen nämlich eine Feuerblume geschenkt. Das ist doch sehr nett von dir, Spiel. Ja, dann müssen wir jetzt auch beschränkt auf das obere Level. Aber ich Gott sei Dank direkt das nächste. Zuckerwattenwolken Zone 4. Boomerangwolken und Springbrüder. Springbrüder? Was? Wahrscheinlich Trampolin oder so Wolken. Ja, wahrscheinlich deswegen auch Boomerangwolken. Ah, okay, das ist, ja. Da kommt, glaube ich, Yoshi vor. Da kommt sehr wahrscheinlich Yoshi vor. Weil dasselbe kommt mir noch sehr bekannt vor. Genau. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, was mir bekannt vorkommt, dass da irgendwas assi war. Ja, Boomerangbrüder und Sprungwolken. Hä? Ich glaube, im Titel ging es gar nicht mehr gut. Komm, mach doch den eigenen Typen kaputt jetzt. Ich krieg's nicht hin. Doch, jetzt, danke. Nein, Yoshi! Oh mein Gott, er bleibt gesaved. Er bleibt gesaved, wie geil. Komm, nimm die Starcoin mit. Nimm die Starcoin mit und Ehrenboomerang. Du bist so ein Ehrenboomerang. Oh mein Gott. Habt ihr diesen Ehrenboomerang gesehen? Ja, sowas habe ich auch nicht gesehen. Schisch. Dann gehen wir weiter. Aber wieso ist hier so lange keine Starcoin? Das gefällt mir aber überhaupt nicht. Okay, das hat mir fast Yoshi verloren. Komm schon, nimm den Boomerang mit. Nimm dich mit. Dankeschön. Du killst den bitte. Gut. Oh mein Gott, fast gestorben. Chill. Ich muss weiter, da ist keine Zeit mehr. Ist da unten eine Starcoin? Ich weiß es nicht. Nee, die kommen da raus. Wieso kommen die da raus? Hä? Oh nein. Sag mir bitte, dass die Starcoin noch kommt. Da ist sie. Ich hab sie. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Pisst euch alle. 7, 6, 5. Okay. Oh, ich dachte schon, ich bin jetzt tot wegen der Zeit. Aber ne, passt, das Level war doch relativ einfach möglich, wenn man die Boomerange alle bekommen hat und damit die Starcoin holen konnte, dann war es gut möglich. Dann war das gar kein Problem. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie zum anderen Level kommen. Und wahrscheinlich müssen wir dafür gegen den Fuzzy kämpfen. Gut, dann kämpfen wir halt gegen den Fuzzy, wenn das Spiel es unbedingt so will. Allerdings müssen wir es auch gewinnen, weil wir sonst wieder zurückgeschleudert werden. Gib mir ganz schnell das Ding. Ich will nämlich nicht meinen Fuzzy und kann einen Fuzzy verlieren. Oh Gott, bin ich schlecht. Oh Gott, ich treffe gar nichts. Oh mein Gott, wie habe ich denn diese... Okay, also skillige Moves habe ich heute schon, ne? Das war doch erst im Tower das Knappe, dann das jetzt gerade. Das mit dem Boomerang gerade. Kann ruhig so weitergehen.
Kann ruhig noch 5 Minuten so weitergehen. Wir machen nämlich weiter mit Zuckerwattenwolkenzone 5. Flammenhunde über Riesenrädern. Bitte was? Flammenhunde über Riesenrädern? Wer hat die verarscht? Oh nein, sind es die Kugeln, die schweben, den Feuerkugeln. Die heißen Flammenhunde. Weiß mal auch Bescheid jetzt. Ich würde gerne das Feißhörnchen behalten, das möglich ist. Auch wenn ich das langsam nicht mehr glaube, weil das gerade wieder Sektors war. Okay, das sind also die Riesenräder. Okay, es kommen viel zu viele Flammenhunde. Natürlich. Okay. Selbstverständlich, ja. Alles klar, gut. In diesem Sinne, besser gefasst, nackt. Ich wurde komplett zerstört. Wow. Jetzt will ich den Pilz haben und ich fall runter, weil das Riesenrad natürlich da sein muss. Oh mein Gott, was ist denn das? Schaff! Digga, ich werd so hops genommen in diesem Level. Diese Flammenhunde sind einfach nur Asi. Wobei, ist es jetzt vielleicht möglich, dass ich die roten Münzen krieg? Oh, danke. Schnell. Junge, da ist ein Luigi im Hintergrund. Sag ich jetzt erst. Aber die roten Münzen sind ultra Asi. Was? Oh mein Gott, man konnte da hinspringen. Oh, Gott sei Dank, lass mich da raus. Ich hab so schwarz gesehen schon wieder. Oh je. Aber, weißt du, gut lief bis jetzt, würde ich dann doch noch das nächste Level machen. Und zwar Zuckerwattenwolkenzone 6. Schlangenblocklauf über den Wolken. Nee, wer hat das eigentlich gewollt, noch ein Level zu machen? Also ich habe das nicht gesagt. Nö, da weigere ich mich. Und diese pushte, drogenabhängigen, Dotom-Tenor-Teile. Was habt ihr irgendwas Schnupp? Oh nein, nicht das. Das war ultra asi. Wegen Starcoins. Ich muss das sowas von öfter spielen. Wobei, die erste haben wir safe. Ja, das war's dann auch. Du musst da immer Glück haben und ein richtiges Auswählen für die Starcoins. Oh. Und da ist der Pixel-Luigi. Den Pilz habe ich jetzt zwar leider nicht bekommen, aber ich hoffe, ich komme überhaupt noch weiter. Okay, hier sind rote Münzen. Hier sind rote Münzen. Die ich natürlich nicht alle bekomme, weil ich eine verpasse. Natürlich klar, dass ich nur eine verpasse. Okay, ich habe noch eine verpasst. Hier ist eine Starcoin. Da ist noch eine. Nein, ich will da hoch. Gib her. Jesus. Lass mich auf die Plattform. Galumba. Das ist doch einfacher als gedacht. Es ist doch einfacher als gedacht. Yes. Oh mein Gott, was ein Luck. Und auch noch eine Schnapszahl. Oh, danke Gott. Also heute war echt gnädig, der Gott. Also, die Aufnahme davor war ein bisschen Ripper, aber jetzt in der zweiten Aufnahme, sheesh, komplette Welt 7 auseinandergenommen. Dann nimmst du 30 Minuten, mehr als 30 Minuten, Luigi auf und hast schon eine komplette Welt hinter dir. Jetzt habe ich genau eine Welt hinter mir, ne? Aber es gab viel weniger Level als in der sechsten Welt, ne? Es gab zum Beispiel nur einen Turm und 6 Level, ne? Und ein Geisterhaus, ja gut, dann gab es ein Level weniger. Okay, beim nächsten Mal gehen wir dann zu Ludwig und dann geht's ins Peach Loss, also geht das Projekt nicht mehr so lang. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr ein Like freuen, mir hat es sehr gefallen. Lass ein Abo da, wenn du neu bist, würde ich mich sehr freuen, genauso wie wenn du die Glocke aktivieren würdest oder was kommentieren würdest. Würde mich ebenfalls sehr freuen. Und ja, schreib Ludwig in die Kommentare, wenn du beim nächsten Mal eingeblendet werden willst, habe ich jetzt gerade beschlossen. Und dann sehe ich dich hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Hau rein, dein T-Gamer, bis zum nächsten Mal, noch einen schönen Tag. Hau rein und ciao.